Nachdem es schon früh Gerüchte über eine Entlassung gab, holte Schalke unter Kees van Wonderen aus den letzten 3 Spielen ganze 5 Punkte. Ist eine positive Entwicklung erkennbar oder ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Mit diesem Video blicke ich auf die taktische Ausrichtung von Schalke unter Kees van Wonderen und stelle mir eben genau die Frage, ob der neue Trainer in irgendeiner Form irgendwas vorangebracht hat oder die Mannschaft sogar zurückentwickelt hat. Wenn euch Videos dieser Art gefallen, würde ich mich riesig darüber freuen, könntet ihr das Ganze mit einem Daumen nach oben bewerten, das Video gerne mit Freunden oder auch auf Social Media teilen und diesen Kanal ja auch abonnieren. Weiterhin checkt doch gerne mal unseren Podcast Erste Liebe, Zweite Liga ab. Dort bequatschen wir jede Woche den jeweiligen Spieltag der zweiten Bundesliga. Blicken wir auf den FC Schalke 04 in dieser Spielzeit, muss man einfach anerkennen, dass es erneut eine der größten Enttäuschungen in der zweiten Bundesliga ist. Klar, man hätte vielleicht nicht damit gerechnet, dass die oben mitspielen, dass Schalke um den Aufstieg mitspielt. Aber Platz 14 und gerade mal 2 Punkte Vorsprung auf den 17. Platz ist dann deutlich zu wenig für die Möglichkeiten und Erwartungen, die der arg verschuldete Verein immer noch hat. Immerhin ist man in den letzten 3 Partien ungeschlagen. Aber wenn wir auf die Gegner blicken, da waren Regensburg und Ulm dabei, sind die 5 Punkte, die man da geholt hat, dennoch vielleicht etwas wenig. Schalke hat dabei in jeder Spielfeldzone große Probleme. Wir sprechen hier über ein Team, was offensiv eigentlich ganz stabil gestartet ist, aber seit der Demission von Karel Gerards dort arg nachgelassen hat. Defensiv war man zu Saisonbeginn unter Gerards sehr anfällig, unter Van Wonderen ist das in Phasen etwas besser geworden, aber auch hier ist man maximal ein Mittelfeldteam. Es ist einfach viel Arbeit zu tun und vieles, was auf Schalke nicht so wirklich rund läuft. Und das hat auch mit Kaderplaner Ben Manga zu tun und den Transfers, die er getätigt hat, denn die Bilanz, die ist bisher katastrophal. Das hat alles noch gar nicht so funktioniert, wie man sich es eigentlich erhofft hat. Und dieses ganze Chaos, das hemmt Schalke. Selbst in der Expected Points Tabelle hat man nur 1 Punkt mehr, als man jetzt geholt hat. Man performt nicht unter, man liegt eigentlich genau da, wo es aktuell mit der Leistung verdient wäre. Und eigentlich, da war der Transfersommer ja relativ spannend. Man hat viele junge Spieler aus dem Ausland geholt, von denen man sich erhofft hat, dass sie eine tragende Rolle spielen und eine Entwicklung zeigen. Klar, die Saison ist noch relativ früh und diese Spieler müssen sich erstmal akklimatisieren. Schalke ist ein riesiger Verein, aber das hat bis dato überhaupt nicht geklappt. Von all den Transfers aus dem Sommer ist eigentlich nur Silla Stammspieler. Armin Younes wächst langsam in eine richtig wichtige Rolle rein und zeigt in den letzten Partien tolle Leistungen. Mit Bachmann und Donkor hat man Spieler, die eher so von der Bank kommen, Rotationsspieler sind. Hekerin ist die Nummer 1 und hat den neu verpflichteten Torhüter Ron Torben Hoffmann auf die Bank verdrängt. Und über die ganzen jungen Spieler, über die ich gerade gesprochen habe, kann man bisher wenig sagen. Unglückliche Leistungen und geringe Einsatzzeit. Ein Wasinski, ein Sanchez und all die anderen, die kommen bis dato gar nicht so richtig zum Zug oder haben Verletzungsprobleme. Die einzigen Talente, die auf sich aufmerksam machen, sind die Spieler, die aus der eigenen Jugend durchgebrochen sind. Ein Taylan Bulut oder ein Grüger. Und die machen ihre Rolle bisher so richtig stark und wachsen dort in die Mannschaft rein. Vielleicht war es doch nicht das Klügste, junge Spieler aus dem Ausland, die keinerlei Erfahrung im deutschen Raum haben, zu einem ehemaligen Weltklub zu holen, der in der zweiten Liga riesige Probleme hat. Denn auf Schalke, da ist der Druck groß und performst du einmal nicht gut, ist sofort die Lupe drauf. Das ist kein SC Paderborn, wo man Spieler beliebig weiterentwickeln kann und wenn diese ihre Anlaufzeit brauchen, dann interessiert es niemanden. Das ist Schalke und wenn du dort einmal unglücklich auftrittst, dann hast du Fans im Nacken, die arg unzufrieden sind. Auch hatte man natürlich mit Verletzungen zu kämpfen. Ein Antwi Adjei ist ausgefallen, ein Seguin, der im Mittelfeld eine tragende Rolle spielt, ist ausgefallen. Gantenbein, den man für rechts neu geholt hat, ist ausgefallen. Auch Moussa Silla hat zeitweise ein Spiel wegen Verletzung verpasst. So ganz fit ist der ziemlich dünne Kader noch nicht. Es gibt auch einige Positionen, wo man eigentlich immer Nachholbedarf hat. Gerne wäre noch ein neuer Mittelstürmer eine Option, gerade wenn man Silla wie aktuell dauerhaft auf Außen spielt. Auch in der Innenverteidigung präsentiert man sich gerne mal wackelig und von der Innenverteidigung bzw. vom Duo Kaminski und Kallas, da halte ich insgesamt auch nicht so viel, da müssen andere Spieler endlich in diese Rollen reinwachsen. Schalke hat einen Kader, der ist ein Ticken zu klein, Schalke hat einen Kader, wo viele Spieler nicht an ihr maximales Leistungsniveau kommen. Und der größte Unterschied zu 2021-22, als man aufgestiegen ist, sehe ich in der Anwesenheit von Schlüsselspielern, von Spielern, die das Ganze tragen können. Damals hatte man einen Simon Terodde, einen Kuita Kura, einen Rodrigo Salazar, einen Marius Bülter, Spieler, die vorangegangen sind, Spieler, die mit Leistung überzeugt haben. Doch wer ist aktuell Unterschiedsspieler? Silla ist als rechter Flügel meistens ziemlich blass. Paul Seguin ist sehr inkonstant. Ron Schallenberg, den man als diesen Spieler verpflichtet hat,
Der spielt erneut eine schwache Saison. Ein Derry John Merkin war zu Saisonbeginn ziemlich durchschnittlich und hat sich in den letzten Spielen wieder gesteigert. Eigentlich kann man das Ganze nur Kenan Karaman attestieren, der offensiv häufig der auffälligste Spieler ist und in Abstrichen, zumindest in den letzten Partien, ein Armin Younes, der halt noch nicht ganz fit ist, aber immer wieder andeutet, was er für Qualität mitbringt. Aber ich blicke auf diese Mannschaft und habe häufiger das Gefühl, dass man gar keinen Killerinstinkt mehr hat. Dass man das Ganze irgendwie nicht mehr mit so viel Druck, mit so viel Wucht, wie Schalke mal mitgebracht hat, zu Ende spielen kann. Ich meine, klar, du hast vorhin Simon Terodde im Sturm, der zwar eine schwache letzte Saison gespielt hat, aber allein seine Präsenz als einer der Zweitliga-Rekordtorjäger, die reicht ja schon aus, dass der Gegner spürt, hier ist Gefahr im Argen. Und in dieser Spielzeit hat man das Gefühl zu selten. Und wenn wir über Kees van Wonderen als Trainer sprechen, dann müssen wir auch mal festhalten, dass seine Ausstrahlung brachial schlecht ist. Kees van Wonderen steht irgendwie an der Seitenlinie und nimmt niemanden mit. Ich habe bei ihm, egal auf PKs oder sonst wo, nie das Gefühl, dass er ein Menschenfänger ist. Dass er ein Typ ist, der dich anzünden kann. Und das, also mehr Energie von der Seitenlinie, hätte ich mir gerne gewünscht. Es muss kein kultiger Baumgart sein, der sich selbst ganz super findet und in der Hocke steht und viel rumschreit. Aber zumindest jemand, der einfach viel mehr ausstrahlt als Kees van Wonderen, der in dieser Rolle ziemlich blass bleibt. Und wenn wir über Blässe und Kees van Wonderen sprechen, dann können wir direkt auf taktische Sachen umlenken, die man in den letzten Spielen erkennen konnte. Ich habe mich hier auf die Spiele gegen Regensburg und den HSV fokussiert, die ich über 90 Minuten im Einzelspiel geschaut habe, sodass ich mir die ein oder andere Notiz zu Dingen, die bei Schalke gut funktionieren und gar nicht funktionieren, machen konnte. Blicken wir zuallererst mal auf das Spiel mit dem Ball, was in den letzten Spielen ja eher so mäßig funktioniert hat. Offensiv hat man sich klar zurückentwickelt, auch wenn man mittlerweile gerade gegen Regensburg dann doch solide Ansätze zeigt. Aber das ist weit entfernt davon, Hurra-Fußball zu sein oder weit entfernt davon, überdurchschnittlich für die zweite Bundesliga zu sein. Man sucht hier die einfachen Lösungen. Im eigenen Ballbesitz baut man grundlegend aus einem 2-4-4 auf, was sich durch einen Spieler, der sich in den Zehnerraum verschiebt, hin zu einem 2-4-1-3 entwickeln kann. So besetzt man natürlich diesen Raum zusätzlich und hat eine weitere Anspieloption. Gegen Regensburg hat man sich da ebenso einen tollen Aufbaukniff überlegt und mit Paul Seguin einen abkippenden Sechser, der sich zwischen die Innenverteidiger postiert und immer wieder angespielt wird und von dort das Spiel aufzieht. Dort baute man dann aus einem 3-2-4-1 oder 3-2-5 auf, hatte also viele Spieler in letzter Linie und hinten eben Seguin als zentralen Anker plus zwei zentrale Mittelfeldspieler als Anspieloption und sehr offensive Außenverteidiger, die auf der ballnahen Seite phasenweise entgegengekommen sind, um eine zusätzliche Option für einen Flachpass anzubieten. Und gegen Regensburg im Allgemeinen zeigte man meiner Meinung nach auch recht gefälliges Kombinationsspiel. Das sogar auch im Zentrum, wobei mir hier der Zug gefehlt hat. Ich fand, insgesamt waren zu viele Situationen, zu wenig Tempo drin, in dem man durchaus spielerisch mehr hätte rausholen können. Aber an sich war das ein guter Auftritt, jetzt müssen wir aber auch festhalten, dass es nur Jan Regensburg ist. Allgemein agiert Schalke aber sehr, sehr viel über den Halbraum. Du hast meist einen Spieler, der den Ball antreibt, einen Merkin, einen Seguin, die im Halbraum Meter gehen und dann die Ausweichoption auf dem Flügel suchen. Ein Spieler hält hier zumeist die Breite, geht dort in die Tiefe und kann angespielt werden. Dann hast du von außen die Möglichkeit, Hereingaben und Flanken zu schlagen. Wenn die Kugel im Zentrum war, gerade gegen den HSV, wo man sich dort nochmal weniger zugetraut hat, dann suchte man häufig wieder den Weg in den Halbraum und auf Außen. Zuletzt hatte man mit Armin Younes jemanden, der in diesem Halbraum als Spielmacher agierte. Der konnte mit einem Flachpass von außen gesucht werden und von dort irgendein kreatives Element ins Spiel bringen. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen und wenn er so weitermacht, körperlich wieder in Topform kommt, dann ist er ein absoluter Unterschiedsspieler, den Schalke in der Offensive neben Karaman so sehr vermisst. Und wie schon erwähnt, im Offensivspiel kommt man über die Halbräume, hat auf dem Flügel immer wieder die Optionen, die man suchen kann, um von dort eine Hereingabe zu schlagen. Allerdings hat mir die Boxbesetzung nicht so wirklich gefallen. Der Zielspieler für jegliche Art der langen Bälle ist aktuell Yannick Bachmann, einfach weil er der Kopfballstärkste ist. Wenn du mit Karaman als zentralen Mittelstürmer spielst, ein Silla vom Flügel kommt, dann hast du nicht wirklich die Option und auch die Besetzung der Box hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass man es nicht geschafft hat, in diesem Raum genug Personal zu bringen, um Gefahr zu erzeugen. In der ersten halben Stunde, beziehungsweise in der ganzen ersten Hälfte gegen den Hamburger SV, kam offensiv beinahe gar nichts. Erst hinten raus in Hälfte 2, als der HSV so eingebrochen ist, konnte man mehr und mehr agieren und hatte einige gute Situationen, die aber, wie gesagt, zumeist über den Halbraum stattfinden und über die einzigen Kreativspieler, die man da vorne anbieten kann. Da fehlt mir so ein bisschen Konzept und der Mut, in der Spielfeldmitte irgendwas zu starten. Mehr Kombinationsspiel, mehr Lösungen durch das Zentrum wären absolut wünschenswert und genau dort muss man Kees van Wonderen, wenn wir über das Ballbesitzspiel sprechen, auch in die Pflicht nehmen.
Da geht deutlich mehr, da ist viel mehr Potenzial da als das, was man aktuell rausholt. Aktuell ist das Offensiv einfach zu wenig, zu konservativ und zu mutlos. Wer mir auch sehr gefallen hat, ist Tyler Nbulu, der als Rechtsverteidiger mehr inversen Drang mitbringt, als man es auf der linken Seite hat und der auch im Aufbau häufiger mit langen Bällen aufgefallen ist, die dann auf die Seite gegen einen Yannick Bachmann fokussiert haben oder eben den Flügelspieler gesucht haben. Bulut ist insgesamt eine der positivsten Erscheinungen in diesem Jahr und hat seinen Platz auf der rechten Seite dort erstmal zementiert, obwohl er mit Aydin und Gantenbein, der jetzt verletzt war, doch ganz gute Konkurrenz hat, die über wesentlich mehr Erfahrung verfügt. Und genau das ist für Schalke ja ein Weg, auf die eigene Jugend zu setzen und die Spieler so weiterzuentwickeln, dass sie in der ersten Mannschaft einen Impact haben können und anschließend verkauft werden können. Klar ist die Jugendarbeit nicht mehr so gut wie vor einigen Jahren, aber mit Norbert Elgert hat man einen Trainer, der ein Pull-Faktor ist, der so viele Spieler in den Profibereich gebracht hat und der für Jugendspieler immer eine interessante Option ist. Und genau das muss man sich zunutze machen und tut man ja in dieser Saison auch, mit zwei Spielern, die aus der Jugend durchgebrochen sind und aktuell Stammspieler zu sein scheinen. Gegen den Ball fand ich Schalke in der ersten Hälfte gegen den Hamburger SV gut. Bis zum ersten Gegentor durch den Freistoß von Richter war das ein sehr solider Auftritt, der Hoffnung auf mehr macht. Dort hat man nämlich gesehen, dass man angepasst an die Prinzipien vom HSV war und denen so das Spiel ziemlich schwer machte. In der eigenen Hälfte agierte man in einem 4-2-4. Ja, die Flügelspieler waren auf Höhe der Stürme und man schloss das Zentrum. Der HSV hat sowieso spielerisch nur ein Mittel und das ist nach dem 3-Box-3-Aufbau den Ball auf Außen bringen und Flanken schlagen. Und Schalke schaffte es mit ein bisschen Passivität gegen den Ball das Zentrum zuzustellen und den HSV eben auf diese Räume auf den Flügel zu verbannen, wo diese eh häufig gespielt haben und im Zentrum nicht so wirklich Zugriff gewähren zu lassen. Und das fand ich schon ziemlich gut. Letztendlich ist ein Freistoß, den man dummerweise aus einer guten Position verursachte, der Dosenöffner gewesen und ein riesiger Fehler von Schallenberg. Beide Tore gehen auf die Kappe von individuellen Fehlern der Schalker, denn die Struktur gegen den Ball, die hat gepasst. Grundlegend agiert Schalke gegen längere Ballbesitzphasen des Gegners ja im 4-2-3-1. Wie gesagt, das kann sich in der eigenen Hälfte zu so einer Option verschieben. Gegen Regensburg hatte man im hohen Anlaufen dann zum Beispiel ein 4-3-3 mit einem unterstützenden Außenverteidiger auf der ballnahen Seite. Wenn wir über Kees van Wonderen sprechen, dann lag es in den letzten Spielen keinesfalls an der Defensive. Doch offensiv ist das einfach, wie gesagt, ziemlich bieder, ziemlich mutlos, ziemlich ideenlos, plus die Wechsel, über die man sprechen kann. Wo man eigentlich, klar, also die Bank war nicht gut besetzt, aber eigentlich trotz eines Aufwindes, trotz des Rückenwindes nach dem 2-2 sehr, sehr defensiv und konservativ wechselt. Insgesamt ist der Trainereffekt ziemlich verpufft und das Ganze, das Spiel und der Kees van Wonderen, die taktischen Lösungen, die Ideen, die man mitbringt, dann doch nicht so wirklich überzeugend. Man wünscht sich gerade mit dem Ball mehr, denn Schalke hat Potenzial, Schalke hat keinen schlechten Kader, man braucht nur jemanden, der das aktivieren kann. Und bei Kees van Wonderen, der klar Defensive zuerst denkt, da muss man bisweilen skeptisch sein. Eine kleine Entwicklung gab es zu den ersten Spielen, aber immer noch. 5 Punkte aus den Spielen gegen den HSV, Ulm und Regensburg sind so ein bisschen enttäuschend. Man hat die Pflichtaufgaben gemeistert, nicht in Ulm verloren, gegen Regensburg gewonnen, aber das kann nicht der Anspruch sein. Wahrscheinlich sollte man erstmal bis Winter mit ihm weitermachen und schauen, ob es eine Entwicklung gibt, denn er war ja schon kurz vor dem Aus nach einem enttäuschenden Einstand. Ich persönlich weiß aber nicht, ob man mit Kees van Wonderen wirklich einen Trainer hat, mit dem man auf Dauer arbeiten kann, denn bisher ist das klar nicht der Anspruch, den man vor der Saison formuliert hat und auch nicht der Anspruch, den man haben sollte. Es braucht einfach einen Trainer, der diese Mannschaft anzünden kann, der das Potenzial aus Spielern rausholen kann und der vor allem neben defensiver Stabilität auch dafür sorgt, dass man offensiv eine klare Spielphilosophie entwickelt, die auch vielversprechend ist. Am Freitag wartet mit dem 1. FC Kaiserslautern eines der formstärksten Teams der Liga, die diese Weiterentwicklung unter Trainer Markus Anfang aktuell zu meistern scheinen. Die zuletzt immer mehr Lösungen im eigenen Ballbesitzspiel anbieten, immer weiter adaptieren und von Woche zu Woche besser werden. Das wird ein harter Brocken für die Schalker. Das ist ein Gegner, der mit mehr Aufwind kommt als der HSV und könnte die nächste Schlappe bedeuten. Und dann blickt man wieder auf eine Art Scherbenhaufen. Schlussendlich glaube ich nicht, dass Schalke absteigen wird. Aber wenn man am Ende auf Platz 13, 14 oder 15 steht, dann war das eher ein Rückschritt als ein Schritt nach vorne. Aber wie ist deine Meinung? Glaubst du, Kees van Wonderen kann das Ruder rumreißen und die Mannschaft entwickeln? Oder bist du skeptisch? Schreib das gern in die Kommentare. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und wenn ihr das Ganze hier gut fandet, dann zeigt es doch gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, denn 75% der Leute, die diese Videos schauen, haben das nicht getan. Und teilt das Ganze gerne auf Social Media oder mit Freunden. Bei einem kleinen YouTube-Kanal, da hilft jeder Klick.
Checkt sonst auch mal unseren Podcast Erste Liebe, Zweite Liga ab. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und genießt die Woche. Habt dann ein schönes Wochenende. Genießt die letzten Spieltage der Hinrunde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.